Oh mein Gott, da liegt ein Schlafsack. Hey Leute, euer Julian Mediahaus hier und heute wieder mit einem richtig spannenden Video, denn heute zeige ich euch eine verlassene Burg. Und zwar habe ich die ganz zufällig gefunden und habe mir gedacht, ich muss da einfach rein, ich muss da rauf. Ich bin dann mit meiner Freundin raufgewandert und ich war richtig aus dem Häuschen, weil ich wollte da unbedingt rein, ich liebe solche Dinge. Nur wie ich dann zum Haupteingang gekommen bin, war da leider ein riesiges Schloss und ein Tor und ich konnte da einfach nicht rein. Aber ich habe mir gedacht, das gibt's nicht, da muss es noch einen zweiten Eingang geben. Und habe mich dann ein bisschen umgeschaut um die Burg herum. Das war gar nicht so ungefährlich, da ist ziemlich steil. Und dann kamen da schon so Burgfenster, wo ich reinschauen konnte und ich war dann schon so richtig gehypt. Und dann plötzlich war da ein riesiges Brett mit einem Loch daneben. Ich dachte mir, okay, ist zwar ein bisschen tricky da reinzukommen, aber ich probier's. Wie man hier sieht, es hat sich richtig ausgezahlt. Ich wurde direkt mit einer wunderschönen Innenansicht vom Innenhof begrüßt. Und dann habe ich mich mal ein bisschen umgeschaut. Dort sind ein paar Bretter, Mischmaschinen, etc. Und dann war da so eine Leiter, die zu einem mysteriösen Raum führte. Ich dachte mir, okay, ich hoffe, die hält mich aus, die Leiter. Und was ist da drin? Bin ich darauf gegangen und am Anfang war ich voll erschreckt. Ich dachte, da liegt jemand. Doch das war nur ein Schlafsack. Anscheinend hat in diesem Raum jemand gewohnt. Wie man hier sieht, die Matratze ist noch da, die Jacke ist noch da, sogar eine Bierflasche am Nachtkästchen ist noch da. Der hat sogar komplette Stromversorgung gehabt. Also echt heftig, was da alles drinnen war. Dann bin ich wieder rausgegangen und kam dann in so eine Art Werkzeugkammer. Die war richtig creepy, weil es war einfach richtig viel Werkzeug drinnen. Und ich habe dann was Spannendes gefunden. Und zwar eine Zeitung vom Jahr 2002. Also anscheinend dürfte das Ganze schon echt lange stillstehen. Und dann bekam ich plötzlich richtig Angst, denn ich hörte auf einmal im Innenhof andere Menschen herumgehen. Freundlich wie ich bin ich direkt hin und habe mit dem gequatscht. Und anscheinend war der dort schon öfter und der hat mir dann ein paar Dinge erzählt über diese ganze Ruine. Und zwar war das am Anfang eine Art Kloster und dann hat sich niemand dafür interessiert. Irgendein Investor hat dann Geld in die Hand genommen und wollte dann diese ganze Burg renovieren. Doch ganz plötzlich ist dieser Investor auf einmal verschwunden. Der ist bis heute nicht gefunden worden. Das Ganze war um 2002 herum. Und was er mir auch erzählt hat, dieser eine Raum mit dem Schlafsack drinnen, da hat anscheinend 2002 ein Obdachloser gelebt. Ich bin dann mit denen noch in den zweiten oder in den dritten Stock gegangen. Das war ganz interessant. Wir haben dann haben wir beim Fenster auch rausgesehen zu dem Burgbrunnen. Der ist richtig tief. Und dann haben wir noch so eine Art Burgkapelle gesehen, anscheinend weil es ein Kloster war oder es ist ein Rittersaal, keine Ahnung. Das war's mal fürs Erste. Es gibt dort noch viel mehr zu erkunden. Wenn euch das interessiert, schreibt es in die Kommentare, dass ich einen Teil 2 machen soll. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Folgt mir auf TikTok, folgt mir auf Instagram und folgt mir natürlich hier auf YouTube. Lasst ein Abo da und wir sehen uns bald wieder. Ciao.